In der Nähe von München befindet sich ein sehr großes Waldgebiet, der Ebersberger Forst. Durch das Gebiet führt eine Staatsstraße 2080. Auf halbem Weg findet man am Straßenrand eine kleine, schlichte Kapelle, die mit mysteriösen Lichterscheinungen und einer weißen Frau in Zusammenhang gebracht wird. Vor Jahren soll an dieser Stelle eine junge Frau von einem Auto überfahren worden sein. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Die Frau starb alleine und hilflos. Seit diesem Ereignis brennt angeblich in kalten Nächten ein seltsames Licht in der Kapelle, die zwar wie Kerzen nicht wirkt, aber nicht von einer Kerze stammt. Und immer, wenn dieses Licht brennt, wartet am Straßenrand eine Anhalterin auf eine Mitfahrgelegenheit. Nimmt der passierende Autofahrer die junge Frau nicht mit, stirbt er wenig später bei einem Unfall, so die Legende. Es heißt, die weiße Frau sitze dann plötzlich auf dem Rücksitz und greife dem Fahrer ins Steuer. Fahrer, die die Frau mitgenommen haben, berichten oft, dass die mysteriöse Anhalterin nach dem Unfallverursacher suche. Einige wurden ermahnt, nicht so schnell auf dieser Straße zu fahren. Nach einigen Kilometern verschwindet sie plötzlich und unerwartet. Stimmt das wirklich? Laut Antje Berberich, die das Stadtarchiv von Ebersberg verwaltet, ist dort kein tragischer Unfall mit Fahrerflucht verzeichnet, an dem eine junge Frau beteiligt war. Der Gastwirt Günther Bieringer lässt sich davon allerdings nicht von seinem Glauben abbringen. Er behauptet felsenfest, die weiße Frau gesehen zu haben. Die Verkehrssicherheit profitiert von der Legende. Autofahrer mindern an der gefährlichen Stelle tatsächlich ihr Tempo. Ob sie das tun, um das Leuchten in der Kapelle zu sehen, oder weil sie Angst vor der Rache der weißen Frau haben, weiß niemand. Da wir schon beim Ebersberger Forst sind, gibt es da noch eine kleine Geschichte dazu. An einer anderen Stelle, tief im Wald, sieht man Lichter, die fast wie eine feste Materie in der Luft aussehen. Sie haben eine undefinierbare Form, so wie Irrlichter. Wechseln schnell die Position und Farbe. Man kann die Lichter fast jede Nacht sehen. Und auch zu diesem Thema gibt es bereits sehr viele Augenzeugen. Die Hexenlichter wurden angeblich sogar wissenschaftlich untersucht, ohne bemerkenswerte Ergebnisse. Als Erklärung wurde herausgegeben, dass die Lichter nur Spiegelungen von den Verkehrsschildern der Bundesstraße seien. Sie sollen auftreten, wenn ein Fahrzeug sie mit ihren Scheinwerfern anblendet. Allerdings befindet sich diese Stelle der Hexenlichter fernab der Straße und liegt tief im Wald. Um an die Stelle zu kommen, muss man mitten in den Wald hinein und auf einen ziemlich schäbigen Feldweg. Es gibt auch einige Augenzeugenberichte. Also manche Leute sagen, sie sind dort bei der Kapelle ausgestiegen und haben im Wald diese Lichter gesehen. Das kommt öfter vor. Das mit der Frau kommt weniger öfter vor, aber es gibt dort auch Augenzeugen, die sagen, es ist eine weiße Frau am Straßenrand gestanden und sie haben sie, weil sie den Fluch, also den Geist kannten, haben sie sie mitgenommen und dann ist sie nach einigen Kilometern verschwunden. Und es gibt auch Berichte, dass Leute einen Autounfall hatten und sie wissen nicht mehr, wie es passiert ist. Sie können sich nur noch erinnern, dass sie erschreckt wurden, also dass sie das Lenkrad verrissen haben. Und was glaubt ihr, was ist wahr dran oder kann es wahr sein? Kennt ihr vielleicht irgendjemanden, der schon mal dort war und irgendwas berichten kann, weil es ist ja diesmal in Deutschland. Und ich freue mich auch auf eure Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.